Der Mittelstand in Deutschland hat eine gute Ausgangssituation, er hat aber die digitale Transformation vor sich und muss loslegen. Das heißt, wir brauchen Modelle, die die ganzen Maßnahmen koordinieren. Wir persönlich als Freie Demokraten haben vorgeschlagen, dass wir ein Digitalministerium auf Bundesebene haben, das die ganzen Aktivitäten bündelt und koordiniert und eigene Kompetenzen hat. Ich glaube, das ist wichtig. Der digitale Mittelstand der Zukunft muss aber auch Kapital haben in Form von Menschen, die Digitalisierung gestalten können. Deswegen müssen wir einen großen Fokus auch auf die Bildung legen, von Kindern, die schon programmieren lernen müssen, damit sie die Welt von morgen verstehen, auch über die berufliche Bildung hin. Bis ins hohe Alter brauchen wir kompetente Menschen, die Digitalisierung mitgestalten können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das Dritte ist, dass die Rahmenbedingungen auch für Forschung in Digitalisierung stimmen muss. Wir haben noch einen großen Nachholbedarf. Mittelstand forscht insgesamt wenig, auch beim Thema Digitalisierung. Deswegen glauben wir, dass eine digitale Forschungsförderung auch wichtig ist.